Let's play Tomb Raider Legend. Es geht weiter, Freunde. Schön, euch begrüßen zu dürfen. Und ich habe so einiges an meinen Grafikeinstellungen mal geändert, um zu gucken, ob wir das jetzt besser gewuppt kriegen. Und dadurch scheint es auch mir so. Und leider sind einige Save-Punkte verloren gegangen. Das heißt, wir spielen das jetzt hier zwar einmal nochmal, aber das ist ja alles halb so wild. So haben wir die Freude nochmal, es genießen zu dürfen. So. Und wir schwimmen hier kurz rauf, klettern auf den Sarg, denn das ist der Sarg der Freude. Ich ändere dann mal eben meine Reisepläne, dürfte aber nicht lange dauern. So, und dann darüber. Keine Sorge, Lara, ich hab dich immer noch im Auge, aber unter Wasser hörst du mich vermutlich kaum noch. Gott sei Dank. Hey, das habe ich gehört. Mussten wir hierher? Ja, ne? Jetzt muss ich mich hier selber mal erstmal zurechtfinden. So, das ist jetzt alles so ein bisschen verwirrend für mich. Ah ja, da ist dieses... Da, ja. Irgendwo muss doch Nebel sein, ey. Ich glaube, wir sind hier nicht ganz richtig. Da muss ich jetzt aber wirklich mal überlegen, Freunde, wo wir wirklich hin müssen. Ich hoffe, wir sind jetzt hier nicht in die falsche Geschichte gesprungen. Das wäre ja jetzt wirklich sehr super ungünstig, würde ich behaupten. Ach so, wir sind in die richtige Geschichte gesprungen. So, dafür brauchen wir diesen Sarg. Genau, so war mir doch. Und ich habe so einiges an meinem Rechner getan. Ja, ich habe ihn mal entmüllt und wie auch immer. Und auch ein bisschen defragmentiert und wie auch immer. Das hat schon super viel gebracht. Ja, der Computer hat geschwächelt und jetzt können wir wieder anständig aufnehmen und haben weniger Defizite in der Aufnahme. Das ist gut. Das ist gut. Hurra, hurra, die Schule brennt. Und die Aufnahmen dürften jetzt auch ein wenig besser aussehen als vorher, qualitativ. Ja, das tue ich gerne. So, und wir ziehen uns da einmal durch. Chaka, wir schaffen das. So, da sehe ich schon ein Artefakt, was wir auch haben wollen. Und das holen wir uns auch. Aber Lara, du musst es selbstständig sammeln. Das ist Grundvoraussetzung. So, und hurra, hurra auf das Boot. Naja, Boot ist es ja nicht wirklich, ne? So, wie taucht sie jetzt nochmal auf? Genau, mit Space. So, wir gehen auf das Boot. Ja, ich spiele das ja auch nebenbei auch auf PlayStation. Und da ist das leider, oder was heißt leider, Gott sei Dank, oder kann man sehen, wie man will, immer ein bisschen anders. Aber so soll es ja auch sein. Sachen sollen ja auch immer mal anders sein. Da hoch, ne? Ja. Na, das war wohl nichts mehr. Lara, warum drehst du dich nicht? Ah, Mensch, Lara, da lang, so. Hä? Ach, da oben. So, ein bisschen ziehen. So, und jetzt müssen wir sie drehen und irgendwo da ist eine Lampe. Da müssen wir rüber. So, und Kashanga. Kashanga, Kashanga, wir haben es geschafft. Und raus, ab hier hatten wir ja das Problem, dass wir den Speicherpunkt nicht gespeichert haben. So, hier war der Speicherpunkt, den wir leider nicht mehr, den ich leider nicht mehr drauf habe. Ja, zu unserem Ärger. Aber egal, wir schwimmen hier durch die Brühe und sehen zu, dass wir drüben ankommen, Freunde. Und ab da ist es denn wieder, ja, Neuland. Ja, was heißt Neuland? Ich kenn's ja, aber Neuland quasi dafür, dass wir Sieht wieder hier sind. Seht euch das an. Oh, das ist großartig. Ja. Das ist interessant. So. Ich finde es auch sehr interessant hier auf der Ecke, muss ich sagen. Wenn nicht das kommen würde, was ich schon vermute. Also, es wird ein bisschen was zu tun sein hier. Es ist aber immer bei Tomb Raider so. Man hat ja immer irgendwie gewisse Sachen zu tun. Und es ist schön, dass es jetzt mit der Grafikkarte auch alles so flutscht, wie es flutschen soll. Sonst hätte ich auch irgendwann geweint. So, und zack. Und wir freuen uns, hier auf jeden Fall bei sein zu dürfen, Freunde. Und das ist auch gut so. Einmal drehen, einmal springen und einmal... Ja, das war genau das, was ich wollte. Und ja, wir springen da jetzt auch rüber. Auf dieses, was ihr da seht.
das hier. Und das war schlecht. Das war schlecht. Das war schon mal ganz doll schlecht. Aber egal. Wir können es ja nochmal tun. Do it nochmal. Und den wieder so zurechtdrehen. Das muss man immer wieder tun, Freunde. Und es ist ja auch schon ein bisschen länger her, als ich das hier das letzte Mal gezockt habe. Aber wir sind immer noch in England. Das wollte ich jetzt nochmal sagen. Wir sind immer noch in England. Und England macht Spaß. Ich glaube, es gibt hier auch ganz doofe Sachen. Die kommen jetzt gleich. Seid gespannt auf die doofen Sachen. Ja, für euch sind sie vielleicht cool. Für mich sind sie der weniger cool. Gibt halt immer mal Sachen, die man nicht so gerne mag in so einem Computerspiel. Und die kommen hier natürlich auch vor. So. Schon dreht sich unser Gerät und wir kommen da hoch. Das ist natürlich dann immer genau das, was wir auch wollen. Und nein, das wollen wir nicht. So. Ja, wir kommen immer wieder ein Stückchen weiter. Das ist gut so. Und wenn die Resonanz auch weiterhin in dem Spiel gut ist, wird es auch zu Ende Let's Played. Ja, definitiv. So, wir klettern hoch. Also zu Ende Let's Played wird es so oder so. Na, das ist gar keine Frage. Aber es ist natürlich schön, wenn die Resonanz stimmt. Dadurch hat man natürlich selber auch mehr Bock. So, ich habe festgestellt, dass Legend beliebter ist als Anniversary. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Vielleicht kann mir das ja mal jemand sagen. Also ich finde irgendwie alle Tomb Raider-Teile geil. Mir ist es egal, welcher Teil das ist. Aber alles ist real. Sie sind alle hier. Der Hofstaat von Camelot. Bist du sicher? König Artus, der den Lenden unter Pendragons entsprang? Ich habe keine Zweifel an der Echtheit des Grabes, Alistair. Artus war die Figur des 11. Jahrhunderts, die zur Legende wurde. Der König von Camelot war so real, wie die Luft, die ich atme. Ich weiß nicht, Lara. Excalibur, das Schwert im Stein. Es heißt doch immer so, oder? Bitte? Schwerter in Steinen, Alistair. Sie sind Teil des Mythos. Es gab nicht nur ein Excalibur und einen Merlin. Wir sehen doch auf der ganzen Welt Schwerter und Steine. Denn es gab sie einfach überall. Du denkst also, dass sie überall Könige erzogen und den Lauf der Menschheitsgeschichte beeinflusst haben? Das ist gut möglich. Wer? Und was ist aus Ihnen und Ihren Schwertern geworden? Vielleicht sind sie in Avalon. Es spricht nichts dagegen. Allerdings wurde unser Merlin getötet und unser Excalibur zerbrochen und dem gemeinen Volk überlassen. Und wo ist Avalon? Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite des Spiegels. Ja, so, wir sind jetzt wieder beschäftigt hier im düsteren Grab. Angeblich brachte Bedivere Artus einen Splitter von Excalibur, nachdem die Ritter den Rest verschleppt hatten. Und wohin? Nach Avalon vielleicht. Die Suche nach dem Heiligen Gral. Lancelot, Galahad, Parsival und Bors. Ihre Gräber sind leer. Dieses Fragment ließ man bei Artus, damit er das Mausoleum zu gegebener Zeit verlassen konnte. Vielleicht kann es jetzt mir helfen. Ja, das kann es. Mit absoluter Sicherheit kann es dir helfen, Lara. So, wir schieben jetzt hier gerade so ein Grabteilchen durch die Gegend. Ja, das macht man ja auch nicht jeden Tag. Das möchte ich jetzt nochmal an dieser Stelle ankündigen. Und im Prinzip ist das hier wenig aufwendig, was man hier macht. Aber ihr werdet es ja gleich sehen. Sehen, staunen, verstehen. Und darauf. Davon möchte ich nicht getroffen werden. Das kann wehtun. Und ein Teil vom Excalibur. Artus Pendragon, König der Briten. Ich würde Excalibur nicht nehmen, wenn ich nicht müsste. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Das tun wir. Lara, hier oben stimmt was nicht. Alles da, siehst du das? Was? Verdammt! Nimm deine Hände! Sip! Alles da! Sip, was ist los?
Ja, da oben scheint es ein wenig Ärger zu geben. Das ist aber nicht weiter schlimm. So, welche Waffen haben wir? Die haben wir. Gut, und wir haben alles im Griff. Das ist schon mal schön. Juhu, ich freue mich, dich wiedersehen zu dürfen. Ich bin verliebt in die Liebe. Hä? Wieso hat denn das nicht reagiert, so wie ich das wollte? Eigentlich geht das doch. Hallo? Hä, wieso macht sie das denn nicht? Ach du Scheiße, so war das. Ja, ah. Man muss diesen Typ da irgendwie drauf bringen, dass er sich darauf konzentriert. Ja, aber wann konzentriert er sich denn darauf? Hallo, wann konzentriert er sich darauf? Wenn man auch gleichzeitig diese scheiß Waffen wegstecken muss. Hä? So. Hallo, wieso geht er da nicht hin? Das musste man doch da voll drauf konzentrieren, das Monster. Nein, Lara. Du hättest den Haken woanders hinwerfen müssen. Hallo, kannst du dich jetzt mal darauf konzentrieren, du Zieh? Hallo? Nein, auf das Ding. Nicht auf das Tier. G und E. So, wie nimmt man Medipack? Muss ich nochmal gucken. So. Gut. Das ist der letzte Rest. Von dem Scheißviech. Hallo. So. Naja, ist ja gut. Und das war's. Das Viech ist tot. Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Ich hasse Endbosse. Ich hasse Endbosse. Schon immer. Es war noch nie so meine Kiste. Ja, Endbosse war noch nie so meine Kiste. Das muss ich zugeben. Da hatte ich schon immer echt sehr schwere Probleme mit. So. Jetzt müssen wir da ja irgendwie rauf. Ne, auf das Wesen. Über diese Insel da bestimmt. Na komm rauf. Na, war doch klar. So, jetzt dürfen wir da oben. Och, Lara! Warum machst du das? Als würden wir Wasser lieben. Und genau so ein Fool hier, ey. So, jetzt habe ich einen Überblick verloren. Toll. Ach du. Lara! Ja, kletter doch da noch rauf, wo es nicht geht. Ehrlich.
So, wo müssen wir denn da jetzt hin? So, da lang, ne? Ich gehe jetzt extra lahmarschig, ich schwöre euch das. Damit ich hier nicht ins Wasser fall. Wo müssen wir da hoch, ne? Ist da ein Loch? Kommt man da hoch? Das sieht mir aber nicht so aus. Okay, und nu? Habe voll vergessen. Kannst du da nicht rumhangeln? Was ist das für eine Scheiße? Ist das da richtig? Und nu? Ach so. Ah, okay. Ich habe gerade die kleine Lara da. Die kennt sich damit am besten aus. Darum habe ich sie um Rat gefragt, weil die weiß ganz genau, wo was ist. Leute. Und wenn man dann verwirrt ist, ist man dann immer auch schnell genervt. Und rüber und... Hier ist das nächste. Fopper! Ich denke, wir werden gleich nochmal auf unseren kleinen Freund treffen. So. Das war die letzte Tour mit ihm. Das war die letzte Runde mit dir, mein Freund. Wir haben unseren Freund gesehen. Ich hasse ihn. Ja, weiter geht's, Freunde, im Abenteuer Tomb Raider. Kommt man da nicht rüber? Nee, noch nicht. Achso, ich weiß, was wir machen müssen. So, runter, runter. So, wir gehen erstmal hier rüber. Stellen uns hier ganz gemütlich hin. Und dann machen wir da was kaputt. Das machen wir ganz aus Versehen. Überhaupt nicht mit Absicht. So, und jetzt sind wir an einem Seil gebunden. Lass uns einmal fallen. Und wir nehmen ein Artefakt. So, wir sehen uns im nächsten Part wieder.